The Singers Unlimited. She was too good to me. Und Brasilia, Stan Kenton and his orchestra. Die Überleitungen am Flügel improvisierte heute Jörg Reiter. Die genaue Zeit? Es ist 24 Uhr, Süddeutscher Rundfunk Stuttgart, Sie hören Nachrichten. Beim Weltwirtschaftsgipfel in Williamsburg ist es in der sicherheitspolitischen Diskussion zu Differenzen gekommen. Aus Konferenzkreisen wurde berichtet, dass sich Frankreich und Italien gegen eine Erklärung für die Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen in Europa ausgesprochen haben. Die Delegationen der beiden Länder wollten sich stärker auf Wirtschaftsprobleme konzentrieren, bevor auch eine Stellungnahme zur Rüstungskontrolle herausgegeben werde. In den Wirtschaftsfragen zeichnete sich dagegen eine weitgehende Übereinstimmung ab. Die 7 westlichen Industrienationen wollen demnach künftig die Wirtschaftsprobleme durch eine weitgehende Übereinstimmung ihrer Politik lösen. Gemeinsame Ziele sind niedrigere Inflationsraten bei mehr Wachstum und Beschäftigung. Die Abschlusserklärung soll sich gegen jede Beschränkung des freien Handels in der Welt aussprechen. In diesem Zusammenhang kritisierten die Europäer vor allem auch die vorgesehenen Verschärfungen des amerikanischen Exportgesetzes. Ein offenbar geistesgestörter Mann soll geplant haben, auf Papst Johannes Paul II. Während dessen Besuchs in Polen im Juni ein Attentat zu verüben. Das polnische Fernsehen berichtete heute Abend, dass der Mann an der Wallfahrtsstätte auf dem Annaberg in Oberschlesien einen Sprengsatz anbringen wollte. Im Übrigen berichtete das Fernsehen ausführlich über die scharfen Sicherheitsvorbereitungen der polnischen Behörden für den Papstbesuch. Die Überschwemmungen im Südwesten der Bundesrepublik und im Elsass haben heute ein weiteres Todesopfer gefordert. Während in der vergangenen Woche bereits 3 Menschen ertrunken waren, wurde heute auf einer überfluteten Straße in der Kölner Innenstadt ein im Wasser treibender Mann tot geborgen. Der Rhein ist heute Abend umstündlich etwa 1 Zentimeter weiter angestiegen. Die Hochwasserschutzzentrale teilte mit, dass man mit 9,96 Meter gegen Mitternacht den Höchststand erwarte. Die Flutwelle des Rheins liegt damit um etwa 15 Zentimeter über dem höchsten Pegelstand vom April. Weite Teile der Kölner Altstadt von Koblenz und Bernkastel-Kues sind überflutet. Viele Hausbewohner flüchteten in die oberen Stockwerke und müssen von Booten aus versorgt werden. Die Hilfsmannschaften bereiten sich erneut auf eine lange Nacht vor. Nachdem viele Uferstraßen unpassierbar geworden sind und auch 2 Straßenbahnlinien ihren Dienst streckenweise einstellen mussten, werden für morgen im Raum Köln chaotische Verkehrsverhältnisse erwartet. Der amerikanische Verteidigungsminister Weinberger ist heute Abend zu seinem 2-tägigen Besuch in Bonn eingetroffen. Er wird morgen amerikanische und deutsche Truppenteile besichtigen und am Dienstagvormittag mit seinem deutschen Amtskollegen Wörner zusammentreffen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Genfer Abrüstungsverhandlungen über Mittelstreckenraketen und ein Zeitplan für eine mögliche Stationierung neuer Raketen für den Fall, dass die Verhandlungen in Genf bis zum Herbst scheitern sollten. In einem Zeitungsinterview hatte Weinberger kurz vor seiner Europareise jede Kritik an der Verhandlungstaktik der Amerikaner in Genf zurückgewiesen.
Der amerikanische Präsident Reagan habe die bisher einschneidendsten Maßnahmen für Abrüstung im Bereich von Mittelstrecken- und Interkontinentalraketen vorgeschlagen. Es entbehre deshalb jeder Grundlage zu behaupten, den Amerikanern fehle es in Genf an ernsthaftem Verhandlungswillen mit dem Ziel, zu Abrüstungsvereinbarungen mit der Sowjetunion zu kommen. Mit dem Wechsel zum Sommerfahrplan hat die Deutsche Bundesbahn heute rund 2.900 schlecht ausgelastete Züge von insgesamt 120.000 Verbindungen pro Woche gestrichen. Eingestellt wurde auch der Betrieb der vor 26 Jahren eingeführten TEE-Züge. Im neuen Fahrplan findet sich lediglich der Rheingold-Express zwischen Amsterdam und Basel, von dem ein Teil von Mannheim nach München fährt. Neu aufgenommen wurden 9 Fernexpresszüge in Feriengebiete. Und hier die Wettervorhersage bis morgen Abend, in der Nordhälfte stark bewölkt und gebietsweise Regen oder Sprühregen. Im Laufe des Montagnachmittags Bewölkungsauflockerungen, aber noch einzelne Schauer. Tiefstemperaturen um 8 Grad, Höchsttemperaturen um 14 Grad. In der Südhälfte nachts noch einzelne Schauer oder Gewitter, am Tage wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen, überwiegend trocken. Tiefstemperaturen 9 bis 4, Höchsttemperaturen um 18 Grad. Überwiegend schwach windig. Sie hörten Nachrichten, die Programme des Süddeutschen Rundfunks trennen sich nun wieder. Hier ist Südfunk 1, wir schalten um nach Radio Bremen. Der Verkehrslagebericht. Nordrhein-Westfalen.
A59 von Düsseldorf in Richtung Wesel zwischen Duisburg-Zentrum Neudorf und Kreuz Duisburg, Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Wesel aufgrund von Brückenarbeiten bis Montag, 30.05. 6 Uhr. Umleitungsstrecke über innerstädtische Straßen ist ausgeschildert. Köln. Infolge Hochwasser sind Rheinufertunnel und die Rheinuferstraße zwischen Köln-Rodenkirchen im Süden und Konrad-Adenauer-Ufer Theodor-Heuss-Ring im Norden gesperrt. Umleitungsstrecken sind beschildert. Die Altstadt ist überflutet. Schaulustige werden aufgefordert, die Rettungsarbeiten nicht zu behindern, sowie den Anweisungen der Rettungsdienste und der Polizei Folge zu leisten. Saarland. A620 Saarbrücken-Saarlouis zwischen Bismarckbrücke und Luisenbrücke wegen überfluteter Fahrbahn Sperrung beider Richtungsfahrbahnen. Umleitungen sind eingerichtet. Rheinland-Pfalz. Wegen des Hochwassers sind an der Mosel die B49, B53 und B416 in Abschnitten nicht befahrbar. Die A602 bei Schweich-Trier ist halbseitig gesperrt. Am Rhein sind die B42 zwischen Rüdesheim und Bad Honnef und die B9 von Bingen bis Bonn unpassierbar. Mit Freigabe der ersten Teilstrecken kann frühestens ab Montagabend gerechnet werden. So, nun bin ich wieder an der Reihe, meine Damen und Herren. Sie hören das gemeinsame Nachtprogramm der ARD bis 2 dabei. Es kommt heute von Radio Bremen. Ich glaube, es ist an der Zeit, Ihnen mal zu sagen, mit wem Sie es heute Nacht zu tun haben. Wir sind nämlich total komplett. Da wären also meine beiden technischen Kolleginnen Tina Rockstroh und Ulrike Franz, die beide im Wechsel jeweils stündlich dafür sorgen, dass alles gut bei Ihnen ankommt. Dann Ilse Schupp, meine Sprecherkollegin, die die Nachrichten eben gelesen hat und den Verkehrslagebericht. Sie wird Sie also ständig auf dem Laufenden halten, wenn böse Dinge auf uns zukommen. Wir wollen hoffen, dass möglichst gar nichts davon auf Sie, auf uns zukommt. Ja, besetzt ist natürlich auch die Nachrichtenredaktion, der Empfang und Frau Eschweiler in der Telefonzentrale. Und hier im Studio sitzt Gerd Mindermann. Wie gesagt, wir sind komplett. Wir hoffen, Sie sind's auch. Es geht weiter mit der Dschungelband. Sie spielt Ich brauch dich und dann singt Judith für uns. Zur Arbeit gehen, im Supermarkt Schlange stehen, in der Disco zitzt du deine Freizeit ab. Whoa. Es wird uns sehr leicht gemacht, viele Lichter vertreiben die Nacht, vertreiben unsere verplant. Alles in fester Hand. Jeder Freiraum ist markiert. Oh, 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 oh. Hier wird jetzt eingespart. Was du willst, danach wird nicht gefragt. Auf der Straße schmeißen sie Scheiben ein. Die Zukunft soll doch menschlicher sein. Ich brauch dich und du brauchst mich.
klarzukommen in dieser Zeit. Ich brauch dich und du brauchst mich, komm, mach mir etwas Mut. Thank you.
Das war The Benno Wagner Chor und Orchestra mit dem Titel Come With Me. So, mir ist eben, glaube ich, so aus tiefster Hausfrauenseele ein Vierzeiler auf den Tisch geflattert. Den möchte ich Ihnen, weil die Mitternacht schon vorbei ist und weil es ganz aktuell noch ist, mal eben verkünden. Da heißt es also, wir hatten Konfirmation bis jetzt und bin so ziemlich abgehetzt. Geschirr zu spülen bleibt mir nun und hab sicher bis 2 Uhr zu tun. Bis 2 dabei. Von Radio Bremen. Aus dir wird. Ja, ich wüsste nur zu gern, was aus dir wird. In dieser Zeit. Entscheiden, wo du stehst, wer du sein willst, dein Leben lang. Ich würde am liebsten immer bei dir sein, doch ich weiß, dann wär's zu spät. Denn irgendwann, da musst du ganz allein wissen, wohin die Reise geht. Bleib, wer du bist.
was die anderen reden, am besten vergiss. Was du auch tust, bleib, wer du bist. Du wirst noch viel erleben, manchen Tag. Doch du weißt, wie man das schafft. Und nur Erfahrung bringt dir Sicherheit. Kostet dies auch manchmal Kraft. Ich weiß, es klingt vielleicht albern, doch es fällt schwer, für immer zu begreifen, du brauchst mich nicht mehr, brauchst mich nicht mehr, brauchst mich nicht mehr. Es war Dirk Busch mit seinem Titel Julia. Ich weiß nicht, ob Sie ihn mal kennengelernt haben bei Peter Hortan in Café Intakt. Ich habe ihn neulich hier bei uns im Studio mal kennengelernt. Ein Professor übrigens, tätig an der Universität. Ich muss sagen, als Sänger und Komponist hat er einen unheimlichen Eindruck auf mich gemacht. Wie er als Professor ist, das kann ich nicht beurteilen. Entweder werden die Professoren heutzutage immer jünger oder unser eins vielleicht auch älter. Mag auch sein. So, eine interessante Paarung kommt auf uns zu. Dottie West und Kenny Rogers mit dem Titel All I Ever Need Is You. Sometimes when I'm down and all alone, I feel just like a child without a home. The love you give me keeps me hanging on, honey. All I ever need is you. You're my first love, you're my last. You're my future, you're my best. Oh, loving you is all I ask, honey. All I ever need is you. Weather's come and then they go, and we watch the melting snow. Sure, summer, fall, or spring, all the things you do give me a reason to build my world around you. Some men follow rainbows, I am told. Some men search for silver, some for gold. But I found my treasures in your soul. Oh, honey, yeah. And all I ever need is you. Without love, I'd never find a way through ups and downs of every single day. And I won't sleep at night until you say, honey, all I ever need is you. La 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 la. La 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 la. The love you give me keeps me hanging on, honey.
Zack, das war Erichs Dixieland Band mit dem Titel Present. Meine Damen und Herren, bis zwei dabei, das gemeinsame Nachtprogramm der ARD kommt heute von Radio Bremen. Wir schauen auf die Uhr für Sie. Es wird in genau 15 Sekunden, 2 Minuten nach 12:30 sein. So, Olivia Newton-John singt nun für uns den Titel Heart Attack. Und danach können wir miterleben, mit dem Orchester Jimmy Amersfoort, wie zwei Saxophone sich duellieren. I can't speak.
das lässt ihn kalt. Ich glaube, die zwei haben sie erkannt, das waren Hoffmann und Hoffmann. Irgendwie hätte ich den beiden auch den Sieg gegönnt, aber warum sollen wir zweimal hintereinander dran sein? So, meine Damen und Herren, es geht nun weiter mit Gabor Christoph and his Funky Flügelhorn. So, was gibt's? Ein Funky Flügelhorn. Der Titel heißt Easy Listening. Und danach, ganz aktuell, weil der Morgen noch so frisch ist, so jung, Angel of the Morning mit Juice Newton.
sun's light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night,
Damen und Herren, jetzt, wo alle Sender bei uns zu Gast sind, möchte ich etwas wiederholen, was ich um 10:30 schon bereits einmal gesagt habe. Wir hier oben an der Weser wissen natürlich, was es bedeutet, wenn Land untergemeldet wird oder wenn Deiche brechen und so. Und Sie können gewiss sein, unsere Gedanken hier oben von der Weser aus dem Norden sind heute Nacht bei Ihnen. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass es nun endlich mal langsam vorübergeht. So, hier kommt ein ganz gemäßigter Peter Maffay, Mein Kind. Mein Kind, nicht geboren und nicht mal gezeugt, ich denk an dich, wie es sein wird, wenn du lebst, zum Menschen wirst, wie du lernst, verstehst und dich auch oft irrst. Es wär schön, wenn ich's mit dir erleb, doch ich hab Angst, dass die Welt zerbricht und ich kann nichts tun für dich. Mein Kind, kleine Mädchen werden schnell zu Frauen. Ich stell mir vor, wie du jedes kleinste Recht erkämpfen musst. Dein Gesicht zählt mehr als das, was du sagst. Und wenn du zu widersprechen wagst, sagt man dir bloß, es war schon immer so, mein Kind, dann wehre dich bloß. Und wenn du ein Junge wärst, ist es deine Pflicht, einen sinnlosen Krieg zu ziehen, ganz egal, ob du willst oder nicht. Mein Sohn, wenn du deine Zärtlichkeit verlierst, weil man dir sagt, ein Mann hat stark zu sein, dann hab ich bei dir versagt. Denn ich weiß, du stehst vor mir an einem fernen Tag und fragst mich, warum habe ich dir das alles nicht erspart, mein Kind. Nicht geboren und nicht mal gezeugt, ich denk an dich und habe Angst davor, dass du am Leben zerbrichst. Sohn, mir ist, als kenn ich dich schon.
Es ist 1 Uhr. Von Radio Bremen hören Sie Nachrichten im Nachtprogramm der ARD.